Hey Jumper, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich befinde mich hier auf der Seite zu Cyberpunk 2077, also der offiziellen Seite von CD Projekt Red. Ja, und hier hat sich etwas getan. Die Seite wurde nämlich überarbeitet und das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass das Logo Cyberpunk hier oben links kein 2077 mehr enthält. Es ist jetzt einfach nur noch Cyberpunk. Und da fragt man sich natürlich, warum ist das so? Die Antwort darauf ist hier unten etwas versteckt. Und zwar sehen wir hier den Satz, tauche ein in das Cyberpunk-Universum. Also diese Seite wird sich zukünftig mit dem Cyberpunk-Universum beschäftigen. Es ist also nicht länger eine Seite für Cyberpunk 2077, sondern es wird eine Seite für alle Cyberpunk-Titel, die es bereits gibt und irgendwann mal geben wird. Und dazu gehört natürlich auch Orion. Ja, und hier sehen wir dann auch schon die Einteilung, wie das Universum jetzt momentan aussieht. Wir haben einmal hier Cyberpunk 2077, dann Cyberpunk 2077 Phantom Liberty und hier dann Cyberpunk Edgerunners. Bei Netflix kann man sich die Anime-Show anschauen und hier die Verknüpfung zum Shop, also zu dem Bereich, wo wir dann Merchandise zu Cyberpunk kaufen können. Ja, und hier kann man sich dann noch anmelden, aber das ist jetzt nicht so weit interessant. Interessant ist oben noch die Leiste und zwar haben wir hier einmal die Spiele Cyberpunk 2077, Phantom Liberty und als nächster Punkt wird dann da sicherlich Orion hinkommen, also das ist der Arbeitstitel des nächsten Cyberpunk-Titels, aber da kennen wir ja noch nicht den finalen Titel, insofern da müssen wir mal abwarten, aber da wird es auf jeden Fall weitergehen und hier ist meiner Meinung nach jede Menge Platz für weitere 30 Titel oder so, man kann das ja scrollen dann wahrscheinlich. Aber noch interessanter ist hier der Punkt Shows. Man hat den ganzen hier einen eigenen Bereich, also eine eigene Kategorie spendiert und da haben wir jetzt nur Edgerunners drin. Ganz klar, und das hatte CD Projekt ja auch schon gesagt, es sollen weitere Shows folgen. Was das dann genau sein soll, weiß man nicht, aber nach dem Erfolg von Edgerunners ist es ja ausgeschlossen, dass man da nicht weitermacht. Das wäre ja total dämlich. Insofern wird da sicherlich was kommen und ich denke, die Hochzeit für diese Shows wird in dem Zeitraum sein, wenn wir auf Orion warten. Da gibt es natürlich schöne Möglichkeiten, wenn zum Beispiel Orion Pioneer Jahre später spielt, diese Jahre dann über Shows zu füllen. Also das stelle ich mir sehr, sehr fein vor. Also die Möglichkeiten, ob CD Projekt da in diese Richtung geht, weiß man natürlich nicht, aber wäre cool. Ja, ansonsten haben wir Community, dann gibt es hier noch mehr und dann gibt es dann halt so weitere Dinge, die man halt auf einer solchen Seite vermutet. Interessant ist dann noch hier der Eintrag bei Phantom Liberty. Hier sehen wir einmal den zweiten Teaser, der letztes Jahr rausgekommen ist und wir haben hier so eine kleine Vorstellung, dürfen wir vorstellen, Idris Elba als Solomon Reed, ein FIA-Agent oder ein FIA-Agent für die neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Schließt euch zusammen und stellt euch einer unmöglichen Mission voller Spionage und Überlebenskämpfe. Also hier geht schon mal draus hervor, dass wir, also wie und hier Solomon, die beiden werden sich zusammentun, um gegen irgendetwas zu kämpfen, was immer das auch ist. Hier gibt es aber noch weitere Informationen, die ich ganz cool finde, und zwar Phantom Liberty ist eine Spionage-Thriller-Erweiterung für Cyberpunk 2077. Werde zu V, einem Cyberpunk-Söldner und nimm eine unmögliche Mission an, in der es um Spionage und ums Überleben geht. Benutze neue Fertigkeiten, rüste neue Waffen und Tech aus und tauche tief in ein Netz aus zersplitterter Loyalität und politischen Machtspielen ein. Und hier ist natürlich ganz klar interessant, es wird neue Fertigkeiten geben. Darüber hatten wir ja schon spekuliert, dass es so sein wird, denn man wollte die Perks auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Also das ist jetzt hier damit auf jeden Fall bestätigt. Es wird neue Waffen geben. Da fragt man sich natürlich, Mann, es gibt doch schon so viele Waffen, aber bestimmte Waffen gibt es zum Beispiel nicht als ikonische Version und generell manche Waffenarten sind recht rudimentär ausgestattet, während es zum Beispiel Handfeuerwaffen ohne Ende gibt. Also da haben wir schon so ein Ungleichgewicht. Wahrscheinlich wird man das ein bisschen angleichen. Und es wird sicherlich auch neue ikonische Waffen geben, die wir uns dann wieder besorgen können. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja in Phantom Liberty auch wieder eine neue Waffenwand. Das fände ich gar nicht so schlecht, wenn wir dort irgendwie so einen Unterschlupf hätten, wo es eine neue Waffenwand gäbe, die wir dann füllen können. Gern auch mit den Waffen, die bisher nicht in der Waffenwand sind. Dann gibt es natürlich noch Tech. Ich gehe jetzt mal so davon aus, dass man hier Cyberware meint, denn ansonsten, was könnte man sich darunter noch vorstellen? Vielleicht irgendwelche Aufsätze oder sowas, aber ich denke, das geht mehr in dem Bereich, denn schließlich wollte CD Projekt den Cyberware-Bereich nochmal überarbeiten, damit sich das Ganze mehr nach Cyberware und mehr nach Entwicklung anfühlt. Also da kann man auf jeden Fall auch gespannt sein.
Wenn du dich für Wallpaper interessierst, dann solltest du auf jeden Fall mal in den Cyberpunk 2077 Bereich reinschauen. Da scrollst du dann runter und dann findest du hier unter Medien Wallpaper und da gibt es jetzt auch einige neue dabei. Zum Beispiel dieses hier nicht zu Ostern, wie man jetzt so glauben mag, wegen den Häschenohren, die Judy hier offenbar anhat, sondern hier geht es um das Jahr des Hasen. Aber das könnte man auch für Ostern soweit gelten lassen, würde ich sagen. Dann hier was ganz Abstraktes. Hier unten hast du dann immer verschiedene Größen, in denen du dir halt das Wallpaper runterladen kannst. Dieses Bild hier ist besonders cool, finde ich, weil es ist einem Bild von Edward Hopper nachempfunden. Und für alle Fans dieses Künstlers und natürlich von Cyberpunk 2077 ist das natürlich ein absolutes Must-Have. Hier haben wir dann Judy Alvarez und zwar im Stil von Gustav Klimt. Und Klimt ist natürlich auch ein Künstler und findet auch Erwähnung in Cyberpunk 2077, denn einige von seinen Kunstwerken sind 2077 offenbar auf dem Mond gelandet, wo sie deutlich sicherer sind als auf der Erde. Hier einmal das Originalbild von Klimt, damit du weißt, worauf sich das Ganze bezieht. Ja, ansonsten gibt es noch jede Menge anderer Wallpaper, die du dir anschauen und runterladen kannst, also schau ruhig mal vorbei. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil es immer wieder Leute gibt, die das nicht wissen. Du kannst dir auf der Cyberpunk-Seite Belohnungen abholen. Bei den Belohnungen handelt es sich um Outfits, Comics, Soundtracks und noch mehr. Also wenn du die Belohnung noch nicht hast, dann auf jeden Fall mal hier auf der Seite nachschauen und dir die abholen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, also zu den Outfits zumindest. Und dieses Video verlinke ich dir in meine Box, dann kannst du dir anschauen, was es da für Outfits für dich gibt. Die neue Seite für das Cyberpunk-Universum steht also bereit. Man sieht, CD Projekt macht sich fertig für Phantom Liberty und für alles, was da noch kommen wird. Ich würde gerne mal 10 Jahre vorspulen und gucken, wie die Seite dann in 10 Jahren aussieht. Was haben wir hier für Spiele? Was haben wir hier für Shows? Aber gut, ehrlich gesagt, würde ich dann wahrscheinlich eher mal nach den Lottozahlen schauen, wenn ich schon diese Macht besitzen würde. Ansonsten freue ich mich natürlich auf morgen, denn dann wird endlich mehr über Phantom Liberty preisgegeben. Und dazu wird es dann natürlich auch wieder das eine oder andere Video geben, je nachdem, wie umfangreich die Infos da ausfallen werden. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.